herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute auch nochmal eine ganz, ganz, ganz kurze Folge. Und zwar geht es darum, ich habe meinen Reisepass bekommen. Da ist er. Hat lange gedauert. Hin und wieder habe ich ja mal in den Videos erwähnt, dass ich auf meinen Reisepass warte. Der war mir nämlich abgelaufen. Und der muss ja alle 6 Jahre komplett erneuert werden. Und das habe ich jetzt quasi getan. Am 11.11. war es soweit, also vor knapp einem halben Jahr. Und ja, in der Zwischenzeit hatte ich schon eine Meldung bekommen von der Botschaft in Berlin, dass der Reisepass angekommen war. Der wurde ja nach Havanna geschickt und das dauert dann halt immer ein Stück weit. Ja, dann war ich halt im Februar dort gewesen, also bei der Botschaft in Berlin und wollte den Reisepass abholen. Und dann hieß es plötzlich, der Reisepass hat Fehler, weswegen er wieder zurückgeschickt werden musste. Und ja, das hat jetzt nochmal ein, zwei Monate gedauert. Und am 13.04. habe ich eine E-Mail bekommen von der kubanischen Botschaft in Berlin, dass der Reisepass endlich angekommen ist und dass ich ihn abholen kann. Und so war ich nun dort und habe meinen Reisepass erhalten. Und das Schöne tatsächlich an der Sache, also hier nochmal, da ist er. Das Schöne nochmal an der Sache ist halt, dass das Datum der Ausstellung, ja auch, was war das, der vierte, dritte war in dem Falle. Also die haben jetzt nicht den 11.11. als Ausstellungsdatum genommen, sondern entsprechend durch den Fehler, der auch letztendlich in Havanna wohl gemacht wurde bei der Ausstellung, das Ausstellungsdatum entsprechend nach hinten geschoben. Soweit erstmal so gut. Ne? Zum Thema Reisepass kann ich gerne auch nochmal ein Video machen, wenn es euch interessiert. Insgesamt muss man sagen, ein kubanischer Reisepass ist halt sehr, sehr teuer tatsächlich. Der Reisepass, so wie er hier ist, neu gemacht, hat mich 190 Euro gekostet, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Plus das Foto, das natürlich notwendig ist. Also man kommt schon auf seine gut 200 Euro, die halt der Reisepass kostet. Und wie gesagt, der ist halt auch nur 6 Jahre gültig und muss alle 2 Jahre quasi bestätigt werden. Da kommt dann quasi nochmal ein Stempel rein. Und dieser Stempel kostet einen auch knapp 100 Euro. Ne, also da kommt ein bisschen was zusammen über die 6 Jahre, was man da halt investieren muss für den kubanischen Pass. Viele haben mich hin und wieder mal gefragt, also jetzt nicht unbedingt über YouTube, aber im Allgemeinen, dass ja, warum ich überhaupt einen Reisepass benötige, also einen kubanischen, weil ich habe ja auch noch den deutschen Reisepass. Warum ich nicht einfach mit dem deutschen Reisepass einreise? Und das Problem ist halt, dass das nicht funktioniert. Das hatte ich schon mal angefragt. Da kommt meine Katze, die kommt mal kurz runter. Das hatte ich schon mal angefragt. Und ich bin halt in Kuba entsprechend registriert als Kubaner. Und deswegen muss ich halt auch mit dem kubanischen Pass einreisen. Wenn ich halt mit dem deutschen Pass einreise, würde halt bei der ja, Kontrolle entsprechend beim Zoll ja, festgestellt werden, auch beim Passportcheck besser gesagt, festgestellt werden, dass ich doch eigentlich eine andere Identität habe, nämlich die des Jorge aus Kuba oder Jorge. Na, und ja, von daher ist das halt tatsächlich notwendig und deswegen habe ich den und deswegen muss ich den nochmal wieder neu beantragen. Und das war auch der Grund, warum wir nicht nach Kuba geflogen sind in den letzten Wochen und Monaten, wo es halt noch besser aussah von den entsprechenden Fallzahlen her. Wir hätten es uns gewünscht, aber jetzt ist der Pass da und ich bin bereits mitten in meinem ja, geplanten Jahresurlaub, den ich so jetzt nicht mehr nochmal verschieben konnte. Und das ist halt der Grund, warum wir dieses Jahr wohl auch nicht mehr nach Kuba fliegen werden. Aber dann wohl im nächsten Jahr, ne? Also dann zum Jahreswechsel. So ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt der Plan. Und wir schauen mal, dass das auch entsprechend funktioniert. Drückt uns die Daumen.
Ja, das so erstmal zur aktuellen Situation bei mir und meinem Pass. Ich bin wieder reisefähig, beziehungsweise reisefähig in Richtung Kuba. Ansonsten habe ich ja meinen deutschen Pass. Und von daher, ja, das wollte ich bloß mal loswerden. Bis zum nächsten Video. Ciao.